Ich habe hier jetzt ein Vixen 1x6x24 Drückjagdglas montiert. Auf unserem ersten Stativ. Das zweite Stativ guckt wie immer von hinten rein. Mit der Kamera drauf. Man sieht jetzt hier sehr schön, das ist jetzt gerade die einfache Vergrößerung. Also einfach heißt bei Vixen wirklich einfach. Ne? Man sieht hier sehr schön die Umgebung. Man hat hier wirklich keinerlei Größenunterschiede zu verzeichnen. Und jetzt gehen wir mal am Glas selber. Das Glas ist ja parallaxenfrei, hat deswegen auch keine Parallaxenverstellung dran wie die anderen Gläser. Wir drehen jetzt hier mal die Vergrößerung hoch langsam bis zu 6-fach. Wir können also mit diesem Glas bequem auch auf Distanzen schießen. Man sieht hier diese Bank, die hier vorne zu sehen ist. Das ist ungefähr auf 75 Metern, haben wir vorhin ausgemessen, mit einem Laser-Rangefinder von Vixen mit dem VX1200. Da kommt dann 75 Meter raus für diesen Betonklotz, der hier vorne zu sehen ist. Bedeutet, wenn das jetzt hier ein Reh wäre, da könnte ich immer noch mit diesem Glas hier einen sehr schönen und sauberen Schuss antragen. Reh, Schwein, Hirsch. Ja, also, ihr seht, das Glas hier, das hat verschiedene Qualitäten. Und wenn ich dann wieder runtergehe auf die einfache Vergrößerung, da kann man dann wirklich auch aus direkter Nähe auf der Drückjagd einen Schuss für einen aus der Deckung brechenden Keiler abgeben. Ja, ich hoffe, ihr hattet den Eindruck von dem Glas. Ich finde es toll. Habt das selber. Schaut es euch an.